moin moin, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part LS15 Back to East hier aus dem wunderschönen Bantikum. Wir sind wie im letzten Part angekündigt noch auf dem Weg zum Milchviehbetrieb, da wollen wir die Hamen nicht mal wegholen. Ja, mit den Rübenkartoffeln muss ich mal gucken, Kartoffelruder gibt es wohl inzwischen wieder, aber die Rübenruder machen, oder viele Ruder machen seit dem Patch das ein oder andere Problemchen. Haben mir bei der Vossdorf sogar schon mal einen Spielstand zerschossen, die ich da hatte. Die Ruder, die sind dann runtergeflogen. Da muss man nochmal schauen, das muss man eventuell dann sonst vorläufig, bis da was vernünftig, oder was Vernünftiges, bis da wieder was Funktionierendes kommt, vielleicht doch mit Standardmaschinen machen. Also wenn ihr Probleme seit dem Patch habt, dann erstmal gucken, ob ihr was von diesen Roper-Rudern vielleicht drin habt. Also der ganz neue, der jetzt wo rausgekommen ist, da soll das funktionieren, aber bei den älteren Rudern gibt es gerne mal das ein oder andere Problemchen. Kommen aber auch viele in der Lok dann, oder einer. Und wie gesagt, zerschießen auch gerne schnell mal das Spiel. Also da muss ich mit dem Patch wieder irgendwas geändert haben. So, hier stehen unsere Haarmilch-Dinger. Kästen, Paletten. Wunderbar. Steht hier nicht eben auch noch eine? Oh, das Laden noch eingeschaltet. So, dann geht's mal ab zur Molkerei. Auch gleich noch mal ein paar Schafpaletten, wo wir schon mal dabei sind. Gucken, ob das auch funktioniert. Aber warum sollte nicht? Also ich habe hier eine Fliege, ich weiß nicht, ob es die gleiche ist, aber in jedem Video, was ich mache, wuselt hier so eine Fliege drumherum. Ich habe sie jetzt noch, wir sind uns noch nicht so nahe gekommen, dass ich jetzt wüsste, ob es immer die gleiche ist. Aber ich kriege sie irgendwie auch nicht erledigt. Das Viech ist zäh, schnell und gewalttätig quasi. Die fliegt mich also teilweise im Tiefflug, fliegt mich das Biest an. Irgendwann erwische ich ihn noch. Wie alt können Fliegen werden? Ich weiß das nicht. Sind die nicht nach einem Tag irgendwie tot? War da nicht was? Ich weiß auch nicht, warum die sich jetzt hier so wohlfühlt. Also, teilweise ist das echt nervig. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt am bescheuertsten machen. Wäre natürlich gut, nach hinten hin abzuladen. Denke ich. Gehen wir mal nach M und sagen hinten und sagen mal abladen. Jo, das hat funktioniert. So, jetzt stellen wir gleich mal direkt auf Wollpaletten um. Das war mal nicht davor, ne? Gewächshauspaletten, Eierpaletten, Verbrauchsgüter. Wollpaletten. Fahren wir mal eben bei der Schafe vorbei, weil so ein paar Wollpaletten stehen da ja auch noch. Man muss meines Erachtens immer noch aufpassen, dass man nichts mit so einem automatischen Ladewagen vom Träger wegzieht, weil sonst die Produktion erstmal steht. Ich muss das nochmal irgendwann ausprobieren, ob das wirklich so ist, aber ich bin der Meinung, das war immer so. Auch bei Kartoffelpaletten. Erstmal vom Träger runter, auch bei den automatischen Palettengabeln. Erstmal vom Träger runter, bevor man die mit irgendwas automatischen auflädt. Das sage ich jetzt aber ohne Gewehr, das müsste ich nochmal irgendwann ausprobieren. So, die sind hier beim Frühstück. Oder Mittag oder Kaffee oder ich weiß nicht was. Sitzt das Biest von Fliege da hinten an der Wand und lacht mich, glaube ich, an. Weil die genau weiß, der steht jetzt nicht auf, der macht ein Video.
Sauviech. Das ist sowieso, die Fliegenzeit wäre vorbei. Sind die nicht im Sommer oder so? So, jetzt sind wir hier auch bei unserer guten Schafzucht. Dann müssen wir diese einmal schauen, dass wir nicht die vom Trigger dahin gezogen kriegen. Also wir fahren am besten hier so quer daneben. So, dann haben wir die auch drauf. Dann gehe ich jetzt mal zum Landi. Landi Lohmann, kennen wir alle. Bremsen ist wohl nicht dein Ding, du alter Autofahrer. So, dann knallern wir rauf, wie gesagt, zum Landtunnel. Mal gucken, kann auch durchaus sein, dass ich irgendwann demnächst hier mal den Klaas auch nach Bandicoot mit Holden Forsthoff habe ich ihn ja nun lange genug getestet und für gut befunden. Also ich denke, den werden wir jetzt uns hier in Bandicoot auch nochmal zulegen. Eventuell einfach mal gucken. An sich sind wir mit Schleppern ganz gut ausgerüstet, aber... Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, überleg's mir. So, das war das. Jetzt werden wir als erstes nochmal wieder gucken. Erstmal speichern wir mal vorsichtshalber. Mal eben klein bisschen Tiere versorgen. Ich weiß, das seht ihr öfter, aber das gehört halt immer dazu. Und da wir das in letzter Zeit fürchte ich ein klein bisschen vernachlässigt haben, werden wir damit mal eben weitermachen. Das heißt, nehmen wir das erstmal einfüttern und dann entmisten. Na! Ist er denn? Da ist er. So, Handbremse los. Ah, ja, ein bisschen Luft reinlassen hier, das ist ja...
Das ist sowieso. Ne, ist richtig. Schrottschreck. So, Motorhaube brauchen wir jetzt im Moment nicht aufzumachen. So, die Grasqualerballen haben wir bald geschafft. Wir werden ja dann im Zuge der Umstellung nur noch mit Grasrundballen arbeiten. So, die letzten zwei werden wir da jetzt auch verbraten, dann haben wir da unsere Ruhe. Dann sind die weg. Das Gras vom vorvorletzten Grasschnitt. Qualitativ natürlich noch hervorragend. Aber wird auch mal Zeit für die frischeren Sachen. Da freuen sich die Kühe natürlich auch. So, das war das. Pressen wir eben schnell vier Strohballen rein. Da kümmern wir uns nochmal um die Silage. Nicht weit genug.
Ich muss niesen. Sorry. Schön ein bisschen ruff hier. Da müssen wir eben das letzte Stroh rausdrücken. Hier haben wir ja so ein klein bisschen Stroh noch drin. Mal ein bisschen Luft reinlassen hier überall. Frische Luft ist wichtig. Hier werden wir den Futtermischwagen demnächst auch mal austauschen. Ich habe ja diesen einen neuen, ne? Ich weiß, habe ich den hier schon drin? Nö. Muss ich mir auch nochmal hier reinschmeißen. Da, Futtertechnik. Ich kenne den ja von Vossdorf, der wird hier auch ausgetauscht, der kommt hier auch hin. Das ist immer so ein kleines Ding, weil wenn man mehrere Projekte am Laufen hat, dann vergisst man manchmal eine Mods, dann will man die erstmal nur testen, dann vergisst man die da rüber zu schieben, dann denkt man so vom anderen Spieler, ich hatte ja noch und hab den aber eigentlich nicht und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Bandico und Forsthoff sind halt im Moment die absoluten Hauptprojekte. Kann durchaus sein, ich erwähne, dass ja schon mal, dass noch demnächst ein drittes dazukommt, aber das weiß ich noch nicht. Weil das ist auch eine eigentlich private Map, die sich da jemand gebaut hat. Und da muss ich mal gucken, wie das da ausschaut. Mit Videos machen. Aber vorher hat die überhaupt mal irgendwann öffentlich zu machen. Entschuldigung, eine Kerze anzünden. Weil es ist ja de facto auch ein bisschen so, das verstehe ich ja auch, wenn man eine Map spielt. Denn es ist natürlich schon schön, wenn die irgendwann kommt, so wie die Vossdorf, wo man dann auch sagen kann, nee, die kommt schon. Wenn allerdings der Mapper sagt, nee, ich möchte, dass die privat bleibt, dann muss man das auch respektieren. Und erstmal schon aber halt grundsätzlich was dagegen, dass er Videos drauf gemacht hat. Ich habe mir die Map jetzt angeschaut. Ist wirklich nice. Also auch sehr viel verbaut, inklusive was mir halt wichtig ist mit diesem Mixfeeder. Ich habe ja viele gute Tipps von euch bekommen, wo die nicht überall verbaut sind. Auf der Ackendorf glaube ich auch, die wollte ich mir auch irgendwann noch vielleicht nochmal anschauen. Aber auf dieser Map, die der Kollege in Anführungsstrichen da selbst gebaut hat, die ist wirklich nice. Was ich mir angeguckt habe, da würde ich gerne Videos von machen. Auch gerne mit ihm zusammen, wenn er das möchte. Warum ist das Tor dazu? Aber das werden wir, wie gesagt, nochmal besprechen. Und dann werdet ihr ja sehen, was daraus wird. Natürlich effektiv die Frage, 3 LS-Projekte, ja gut. Ob es halt so, wenn die Map wirklich Spaß bringt. Irgendwie schaffen wir das schon. Wird vielleicht alles nicht so regelmäßig kommen. Im Moment ist verstärkt Vossdorf, weil wir da viel am Testen sind. Dann kommt auch bald Schönebeck dazu vielleicht, eventuell nochmal wieder. Wir kriegen das schon unter einen Hut. So, für diesen Part kommen wir jetzt allerdings zum Ende. Ich werde hier nochmal ein bisschen Silage auffüllen, werde den Stall entmisten. Und beim nächsten Mal werden wir eventuell noch ein bisschen weiter dreschen. Ich sag bis hierhin erstmal schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Tschüss.